herzlich willkommen zurück zum Klickertraining. Wir sind wieder mit Hanna am Start, die kennt ihr ja mittlerweile schon. Heute haben wir gesagt, wir probieren das mal mit dem Slalom. Ich zeige euch da wieder in kleinen Schritten, wie es funktioniert. Huhn vors Hindernis. Und dann macht ihr das am Anfang ganz einfach in kleinen Steps. Ruhig das gucken, dass ihr das Huhn auch so ein bisschen mit eurer Körpersprache ganz dicht am Hindernis haltet. Zwischendurch auch kleine Schritte bestätigen. Na, immer diesen Klick zum Wurm. Klick zur Targetkugel, Klick zum Wurm. Mit einem Wurm bestätigen. So war der Weg. Sinnvoll ist es am Anfang, das immer von der gleichen Seite zu beginnen. Na, das ist für das Tier einfacher, das zu verstehen. Dann könnt ihr das so langsam ein bisschen steigern. Dann gibt es nicht mehr so oft einen Wurm. Und nicht mehr so oft die Klicks. Genau. Immer schön gerade dahinter halten, dass sie wirklich mittig da auch durchgeht. Und auch das wird ganz langsam gesteigert. Mausi, komm mal her. Hanna. Feine Maus. Und jetzt versuchen wir mal, das Ganze durchgehend zu machen. Ohne eine Unterbrechung. Na, da einfach geschickt mit dem Fuß dann auch einfach mal das abfangen, wenn sie ins Laufen kommt. Und auch das steigern wir noch einmal mehr, weil am Ende des Tages ist es ja so, dass nur das absolvierte Hindernis belohnt werden soll. Deswegen führen wir sie einfach mit der Kugel hier so langsam durch. Einer geht noch. Am Ende lassen wir sie die Targetkugel kriegen. Und da gibt es die große Belohnung. Sah jetzt ganz einfach aus. Wir haben das mit Hanna schon 2-3 Mal probiert. Aber so wäre der Trainingsaufbau. Viel Spaß dabei. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.